Ministerium für Gesundheit schützt Bürger. Neue Richtlinien, Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze. Das Wetter, es ist wieder ein bisschen kälter geworden. Minus 3 Grad, leichter Schneefall. Und Sport, ja, der Kindermarathon wird hier immer noch berichtet. Ist auch egal. Gehen wir einfach zur Arbeit. Ah, der 18. Dezember ist wieder ein wundervoller Tag für Arbeit. Bin gelaufen bei minus 3 Grad, war sehr schön heute. Ja, habe ich hier ein Bild von meinem Sohn und dann haben wir hier Elisa. Und wir haben hier ein neues Dokument. Inspektor, das bin ich. Ja, die Gefahr des Ausbruchs einer Epidemie ist so groß. Neue Vorschriften sind in Kraft. Einreisewillige müssen gültige Impfbescheinigung über aktuellen Polio-Impfstoff vorlegen. Okay, haben wir also weiteres Dokument und diese Vorschrift betrifft Inländer, Ausländer, Diplomaten und Asylsuchende, also alle. Ja, Bürger der Vereinigten Föderation ist die Einreise mit einer solchen Bescheinigung gestattet. Aristotskanische Pässe sind immer noch zu konfiszieren. Okay. Dann würde ich sagen, wenn das alles ist, was haben wir hier noch? Ja, dann okay, dann packe ich mal hier die Kriminellen hin, wie immer, und so Transkript packe ich hier hin und das Buch mit Grundregeln hier. Das ist jetzt alles voll. Ich glaube, mehr kommt hier nicht dazu, sonst wäre es viel zu viel. Und bevor es losgeht, habe ich noch einen kleinen Schluck Tee mit. Meine Frau hat mir eingepackt in Thermoskanne, beste Tee der Welt aus den Hochebenen von Arsdotska mit Meerblick. Ich muss mal einen Schluck nehmen. Ist heiß vor, ich muss aufpassen, aber ist sehr lecker, ist bester Tee der Welt. Okay, dann kann es losgehen. Der nächste bitte. Ist immer gut, einen Tee zu haben, wenn es so kalt ist. Ihre Papiere bitte, guten Tag. Also, wir haben hier Impfbescheinigung. Das, so sieht das also aus. Wir haben hier Polio, das ist von 27.12. Ist also gar nicht so lange her. Und dann gucken wir vielleicht doch zuerst hier hin. 70, 60 Kilogramm, das ist okay und das ist auch nicht abgelaufen. Und dann gucken wir vielleicht Name an. Anastas Golobinska und die Ausweisnummer ist korrekt. Dann können wir kontrollieren mit diesem Dokument. Das ist die Einreisegenehmigung Anastas Golobinska. Und auch hier ist die Passnummer korrekt und sie sagt, sie ist zu Besuch für 30 Tage. Das ist okay. Das ist nicht abgelaufen. Das Bild stimmt. Sie ist aus Imporaihan. Das stimmt. Und weiblich und das ist soweit okay, wenn sie keine Verbrecherin ist. Das sieht nicht so aus. Und somit würde ich sagen, das ist genehmigt. Okay, bitte sehr, nehmen Sie alle Ihre Dokumente und viel Spaß hier beim Besuch. Der nächste bitte. Guten Tag, Herr, Ihr Papier bitte. Ja, Sie möchten hier einwandern, auch Sie haben Impfbescheinigung dabei. Machen wir wieder so, mit der gleichen Reihenfolge, dass es nicht schief geht. So, ist hier Fenster vorgepoppt in Vordergrund, so können wir weitermachen. Okay, wir haben Größe 62, 74 Kilogramm, das ist okay, kurze Haare und das ist nicht abgelaufen. Und Nico Kinzett, das ist so korrekt und die Passnummer, die stimmt und er hat Polio 82. Mhm, das ist okay, weil er hält nur 3 Jahre, müssen wir auf Datum achten. Also Passnummer war korrekt und dann haben wir hier die Einreisegenehmigung. Auch hier Nico Kinzett, das stimmt, Passnummer ist korrekt, er möchte einwandern, das stimmt und das ist gültig. Aber hier der Pass ist leider abgelaufen, hätte mir viel früher einfallen können. Aber so ist das, müssen wir vielleicht, ja, weiß auch nicht genau, vielleicht Reihenfolge ändern, aber Fehler kann wirklich überall sein, kann sein, dass wir ihn gleich finden, kann sein, dass wir lange suchen müssen und dann schaffen wir ihn in so viele Personen. War es zweite Person und schon halber Tag um. Ah, guten Tag, ja, sehr gut, Sie sind offensichtlich Elisa. Ich denke, das ist genehmigt, da werde ich sicherlich eine kleine Verwarnung kriegen, aber ich kann mich der... Soll ich das irgendwie geben?
Okay, nächste Runde hätte ich ihr nicht geben können, aber vielleicht kommt auch sehr gut und holt es später ab. Na, guten Tag, Ihre Papiere bitte. Sie möchten auch einwandern, okay? Und Sie haben aber keine Impfbescheinigung. Aha. Na, er glaubt nicht an Impfung. Das ist korrekt, also da kann er durchaus dran, nicht dran glauben. Da gehe ich d'accord, wie man sagt bei uns in Antigen, in Sloska. Habe ich jetzt verraten, dass ich Wanderer bin? Nein. Aber trotzdem ist es so, dass er dieses Dokument dabei haben muss, sonst kann ich ihn nicht reinlassen. Guten Tag, die Dame. Sie sind 48 Kilogramm. Ich würde das vielleicht kurz übereinstimmen, kurz gucken, ob übereinstimmt. Wenn das der Fall ist und es nicht abgelaufen, dann können wir weitermachen. Wir haben hier Sirma Tras und ihre Passnummer ist korrekt und sie ist Polio geimpft, das ist auch aktuell. Ich hoffe, es ist nicht in der Zukunft, müssen wir auch darauf achten, was Leute sich einfallen lassen manchmal. Sirma Tras und ihre Passnummer ist korrekt, glaube ich. Ja, das stimmt, die ist zu Besuch ein paar Monate, das stimmt, die ist gültig. Auch das ist gültig, Obristan, Skoll, weiblich. Hätten wir vielleicht nochmal gucken müssen, ob Verbrecherin ist? Nein. Ich würde sagen, das ist genehmigt, bitte sehr. Nehmen Sie alle Ihre Dokumente mit. Machen Sie mir keinen Ärger, ja? Der nächste, bitte. Oh, ist jetzt wirklich alles korrekt gewesen? Ich habe jedes Einzelheit untersucht. Guten Tag, bitte Ihre Papiere bitte. Sie sind hier für Arbeit. Okay, ein halbes Jahr. Dann gucken wir mal. Sie haben Impfbescheinigung. Das ist erstmal soweit okay. Dann die Jana Korhonen. Das stimmt soweit überein. Die Passnummer stimmt hier. Sie sind Polio geimpft, das ist auch korrekt. Und sie sind aus der Vereinigten Föderation. Sie dürfen einreisen, wurde gesagt. Und das ist immer noch gültig. Ihr Ausweisanhang ist okay. 1,75, 56 Kilogramm Brille. Auch das ist gültig. Und dann haben wir noch Ihre Einreisegenehmigung. Jana Korhonen, das stimmt. Passnummer stimmt. Arbeit 6 Monate, das ist korrekt. Und auch das ist gültig. Ich denke, hier ist alles okay. Ist interessant, wie viele Leute hier heute ankommen mit korrekten Dokumenten. Bitte sehr, nehmen Sie alles mit. Das sind 5 Dokumente gewesen. Der nächste, bitte. Jetzt ist hier richtig schwer. Ich hoffe, das wird nochmal ein bisschen vereinfacht. Guten Tag, bitte. Sie haben, Sie haben alles dabei. Sie sind Asahutson. Hutsonska, okay. Ihre Passnummer stimmt überein. Ihr Polio-Impfung ist aktuell. Und Sie sind in Altan-Distrikt. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo ist das gewesen? Müssen Altan-Distrikt immer noch zu konfiszieren? Ja, okay. Dann können wir, wenn alles korrekt ist, Altan, Hutsonska, Passnummer stimmt, Größe, Gewicht ist okay. Können wir das konfiszieren? Kriegen wir das und sagen genehmigt, bitte sehr. Ihre Ausweis und Ihre Impfungspass. Ja, Pass ist konfisziert. Sie müssen anrufen, Nummer, die da drauf auf dem Zettel steht. Okay, der nächste, bitte. Hallo, guten Tag. Ihre Papiere, bitte. Ich wollte gerade sagen, Sie sind vielleicht kriminell, aber sind Sie nicht. Okay, da haben wir schon die erste. Oh, was haben wir jetzt? Das ist. Oh, so viele Leute schießen hier und da. Okay, wir sind etwas zu lang gewesen, das explodiert noch. Viele Leute wieder gestorben. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Leider nur 6 Leute geschafft. 30 Dollar gab es hier. Unsere Ersparnisse schrumpfen damit um 10 Scharfschützenbonus, immerhin Arrestbonus von gestern 5. Naja, okay. Gute Nacht. Koordinierter illegaler Grenzübertritt. Unbekannte Angreifer blamieren Sicherheitskräfte. Ja, ich wäre gerne etwas schneller am Abzug gewesen.
Aber es hat nicht sein sollen. Das Wetter unverändert. Minus 3 Grad, leichter Schneefall. Gipfelgespräche abgebrochen. Ja, Astotzka und Kolechin, die wollen sich eigentlich einigen und wieder zusammenfinden. Es wäre doch schön, wenn das passieren würde. Noch in unserer Amtszeit. Okay, gehen wir zur Arbeit. Ja, der 19. Dezember 1982 ist wieder ein wundervoller Tag für Arbeit, bester Tag überhaupt für Arbeit. Dann haben wir hier eine lange Schlange. Sie ist etwas gelichtet heute, weil gestern Anschlag war. Leute haben Angst, wollen nicht sterben und deswegen kommen heute nur die ganz harten Leute, die sowieso nichts zu verlieren haben. Ob tot oder lebendig, ist ihnen egal. Alles ist besser als das, wo sie herkommen. Okay, dann haben wir hier ein Bild von meinem Sohn. Elisa, das wird sicherlich Sergio abholen wollen. Und wir haben hier neue Depesche. Inspektor, zur Steigerung der Effizienz durch Einreisegenehmigung und Ausweisanhang zu einem Visum zusammengefasst. Ausländer müssen ab sofort ein gültiges Visum vorlegen. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Gestern hatten wir 5 Dokumente hier zu prüfen. Das dauert sehr lange. Der konzentrierte Angriff von gestrigen Tag hat Krisensitzung notwendig gemacht. Ein wichtiger kolächischer Unterhändler wird heute eintreffen, um die Probleme zu besprechen. Okay, Arstotz kann ich besser sind weiterhin zu konfiszieren. Okay. Dann sind das unsere gesuchten Kriminellen für heute. Vielleicht sollte ich weiter runterpacken. So, und die Stief der Schlüssel weiter hoch. Die Lieder packen wir hier hin. Unser Transkript, wie immer, hier drüben. Regelbuch hier. Und dann geht es los. Guten Tag und der erste bitte für heute. Oh, nehmen Sie Hufe in die Hand, seien Sie schnell. Guten Tag, bitte Ihre Dokumente. Sie sind Josef Mogle. Ist das korrekt? Sie haben. Das ist Visum. Okay, jetzt haben wir also nur noch diese 2 Dokumente. Das ist okay. Josef Mogle. Da würde ich sagen, da stimmt das Bild nicht überein. Werden verhört. Sie werden sich operieren lassen. Okay, dann müssen Sie abgeben hier Fingerabdrücke. Und können wir überprüfen, ob sie das sind. Hier haben wir Diskrepanz und es tut mir leid. Ich bin nicht sicher, ob ich hier Stempel geben muss, aber ich drücke einfach drauf und dann ist Verhaftung in Gang. Wachmann kommen und werden sie fragen, was los ist mit ihrer Fingerabdrücke, haben sie vielleicht falsche Hand dabei. Nächste bitte. Apropos dabei, ich habe wieder Tee dabei von meiner Frau, ist sehr lecker. Ist nicht mehr ganz so heiß, ist schon kalt geworden, weil wir können nicht jeden Tag Tee kochen. Ist bester Tee der Welt, ist auch sehr teuer, $20 gekostet. Guten Tag, was haben Sie? Sie sind Arstotzkaner ändert ja ständig Regeln. Wie bitte? Meine Schwester ist letzte Woche mit ganz anderen Papieren eingereist und jetzt brauche ich dieses Visum. Das kostet doppelt so viel, ja. Natürlich müssen wir auch sehen, wo wir bleiben, ja? So, was haben Sie hier? Ihre Nico K. Was ist das? H. Hapakowski. Nummer ist korrekt. Sie sind geimpft für Polio. Foto stimmt. Sie sind kein Verbrecher. Und Republien Boston männlich ist nicht abgelaufen. Stimmt das überein? Nico Hapakowski mit Republien Ausweisnummer. Stimmt, Sie sind zu Besuch für 2 Monate, 60 Tage, das stimmt. Größe 79 und 74 Kilogramm, Glatze, Einreise bis. Ist korrekt. Ich denke, Sie sind zwar etwas verärgert, aber es ist alles in Ordnung. Bitte sehr. Der nächste, bitte. Es ist wieder der Tag schon fast rum. Schon zweite Frühstückspause und erst 2 Leute und jetzt kommt auch noch Ed Stigman. Guten Tag.
Schnell die Sender, okay, die Regierung will die vollumfänglichen Nachgeben einen Preis geben, aggressiven Preis geben. Okay, wir müssen die Verhandlungen stören. Lassen Sie den gleichen Diplomaten rein, aber konfiszieren Sie Pass. Wir müssen seiner Identität folgen. Okay. Nächster, bitte. Der Diplomat aus Kolleschen Pass konfizieren. Merken wir uns. Papier, bitte, guten Tag. Sie möchten hier arbeiten. Okay, Sie sind Olivia Jung, das ist korrekt, Polio. Und Sie bleiben ein Jahr. Dann haben wir Olivia Young, das ist korrekt. Sie sind aus der Föderation, Singleton, weiblich, ist nicht abgelaufen. Ihre Passnummer hier scheint mir korrekt zu sein, das ist korrekte Bild. Sie sind nicht Verbrecher. Sie arbeiten in Forschung und hier steht Olivia Young, Ihre Föderation. Ihre Ausweisnummer ist auch hier korrekt. Arbeit ein Jahr, Größe stimmt, Gewicht stimmt, lange Haare stimmt, Einreisedatum, alles korrekt. Sie können einreisen. Wir sind immer gewillt, Leute in Forschung bei uns arbeiten zu lassen. Denn Forschung ist das, was uns voranbringt. Der nächste, bitte. Nicht umsonst haben wir beste Chirurgie der Welt. Das kommt alles von guter Forschung. So, hallo. Sie sind aus Altan Distrikt. Und das muss also nachher wieder konfisziert werden. Wir gucken erst, ob alles korrekt ist. Joshua Blackwelder, Sie haben Polio geimpft. Ihre Passnummer ist korrekt. Ostgerestin, das ist nicht abgelaufen. Männlich, Geburtsdatum ist okay. Stimmt das hier überein? Jawohl, Größe, Gewicht stimmt. Das ist alles korrekt. Wir können das konfiszieren und hier stempeln. Bitte sehr. Haben Sie alle Ihre Dokumente zurück? Ihr Pass ist konfisziert worden und Sie müssen die Nummer anrufen, die dort auf dem Zettel geschrieben steht. So, der nächste, bitte. Das sagt er, können nicht machen, aber natürlich können wir machen. Wir sind hier aus Nutzka, wir können alles machen. So, guten Tag, Sie möchten hier auch arbeiten. Sie sind Polio geimpft. Natanja Winschowa. Und da haben wir schon kleine Diskrepanz. Hier sind unterschiedliche Namen. Sie haben Namen geändert. Dann machen wir Fingerabdrücke. Was haben Sie hier? Natanja Winschowa. Oder Peonova. Das ist also korrekt. Und wenn wir hier die korrekten Fingerabdrücke haben, dann scheint mir das in Ordnung zu sein. Gucken wir hier noch schnell nach, ob alles korrekt ist. Singleton, weiblich, ist nicht abgelaufen. Auch das ist nicht abgelaufen. Gewicht stimmt, Größe stimmt, würde ich sagen. Arbeit ein Monat, ist das korrekt? 30 Tage haben Sie gesagt, bis Februar. In der Zahnmedizin, da muss ich sagen, das ist genehmigt. Und Zahnmedizin ist sehr wichtig. Und ich finde, dass gerade in Zahnmedizin die Personen, gerade die Damen in der Zahnmedizin sind immer ausgesprochen hübsch. Ich weiß nicht, ob das schon jemand mitgekriegt hat und woran das liegt. Aber ja, das ist leider, was sage ich leider, das ist so. Und ich denke, es hat damit zu tun, dass wenn die Person ein bisschen Angst hat, ja, sie brauchen ihren Pass, ich weiß, aber ja, Sie sind Diplomat, ich weiß, Ihr Pass kriegen Sie zurück, wenn Sie Nummer auf Zettel anrufen. Ah, Nesser, bitte. Es gibt natürlich kleine Verwarnung wieder, das ist aber okay. Guten Tag, Ihr Papier, bitte. Haben Impfbescheinigung. Polio ist aktuell. Mikalauskas Lukas, okay, das ist korrekt. Ihre Passnummer stimmt, soweit ich sehen kann. Aus Arstotzka Paradisna, männlich und nicht abgelaufen. Die sind aus Octovalis. Da muss ich wieder kurz nachgucken. Octovalis ist korrekt. Blättern wir zurück. Mikalauskas, das stimmt. Lukas ist hier jedes Mal mit K geschrieben. Ja, wie das hier mit C, immer mit K. 1,80, 92 Kilogramm. Ich denke, das ist korrekt und ich genehmige das einfach so. Bitte sehr. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass Menschen vielleicht manchmal Angst haben beim Zahnarzt und deswegen sind die sehr hübsch, um ein bisschen die Hormone anzustacheln und dann ist halt keine Angst mehr.
So, guten Tag, Sie haben hier Ihren Pass. Haben wir nicht abgestempelt jetzt? Wir müssen doch. Ja, natürlich stempel ich ab. Okay, dann gibt es gleich nächste Verwarnung mit Geld, wahrscheinlich mit Geldbuße. Nächster, bitte. Müssen Sie sechs. Schade, hätten wir ja drücken müssen. Ein kleines Paket ist für Sie angekommen. Wie süß. 8 Leute abgefertigt. Mit den 20 von Edstick verlieren wir wieder 3 Dollar. 5 Dollar. 3 Dollar. Ja, ein Schnäppchen, 3 Dollar. Okay, das war Tag 27. Das ist Papers, Please. Mein Name ist Voxy. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.